Ja, da lang. Ah, Buch. Ja, den möchte ich nehmen, danke. Okay. Da waren die Treppen, genau. Glocken. Muss nicht sein, muss gar nicht sein. Das war jetzt eigentlich auch gar nicht, was ich wollte. Mann, hat er wenig Lebensenergie. Habe ich irgendwas dabei? Meditationsstab? Prüfen. Meditationsstab eines Priesters. Ein schmaler Stab mit Hilfe des Priester konzentrieren. Meditative Gebete, wenn Paul ihn benutzt, kann er etwas geistige Verfassung. Okay. Nicht, dass das nötig sein sollte. Kann ich keinen Finalschlag ohne Waffe ausführen? Dies ist ein bisschen albern. Ich hätte dann gerne eine Waffe. Und hier ist natürlich keiner. Hätte mir auch irgendwie klar sein können müssen dürfen. Naja, nun gut. Wahrscheinlich muss ich erstmal eine Waffe finden. Bäh. Bam, badam, bam, 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 bam. Außer Atem. So Dreck. Ah. Nee, nicht wirklich. Macht ja auch wenig Sinn. War jetzt so nicht geplant, aber okay. Grüne Oberfläche des Smaragds reflektiert das innenliegende Licht auf perfekte Weise. Der Schliff trägt die die Handschrift eines meisterlichen Handwerkers. So. Ja. Hilft mir jetzt alles relativ wenig generell so. Okay, hier gibt's so, also weiter erstmal nichts. Aber hier ist eine Tür. Und da ist eine Kiste. Kisten sind immer toll. Na, die nehmen wir doch gerne mit. Ist immer besser als gar keine Waffe. Zeremonielle Roben und Umhänge hängen am Ständer. Als Paul einen da oben zur Seite bewegt, fällt etwas hinunter. Oh, Schlüssel fürs Podium. Sehr gut. Kann man bestimmt brauchen. So, hier hatten wir ja ein Altar, also auch ein Podium oder so. Altar ist bar, jeden geweihten Schmuck ist kein Kreuz, keine Bibel, überhaupt keine Paramente. Paul verstört dieser Anblick. Echter Glauben praktiziert dieser Ort. Nein, nicht für dieses Ding. Armbrustbolzen, das ist gut. So ein paar Bolzen zu haben, ist, denke ich, doch generell nicht verkehrt. Das Tabernakel der Kathedrale besteht aus altem, lackierten Mahagoni. Seine Türen sind verschlossen. Offenbar lassen sie sich nicht passen.
Hat mich auch gewundert. Ah, ein bescheidenes Podium und ein Pult geben dem Priester seine Gemeinde Predigt. Raum unter dem Pult ist eine Schublade angebracht. Oh, ein Brief, den nehme ich. Schublade liegt an der Seite aus dem Tagebuch. Ah, Tagebuchseite, sehr gut. Nein. Irgendwie verwechsel ich permanent bei der Steuerung irgendwie die Tat. Na, egal. Tagebuch von Bruder Andre, Seite 1. Endlich bin ich an Armeens, dem Ziel meiner Pilgerreise angekommen. Bald werde ich die Hand von Judas sehen können. Meine Augen können den Anblick des heiligen Relikts nicht mehr erwarten. Meine Reise war beschwerlich und es wird mir gut tun, eine Weile in diesem friedlichen Ort auszuspannen. Hier leben gute Menschen, stark im Glauben und in ihrer Bedeutung in der Welt. Wenn es in dieser Welt den vollen Geruch des Hexenkultes gibt, so zweifle ich daran, dass es hier an diesem Ort sein wird. Tja, was soll ich dazu sagen? Es wäre sehr frustrierend, wenn Paul versuchen würde, auf der Orgel zu spielen. Dazu fehlt es an Talent. Andererseits könnte Paul vielleicht mit Hilfe einiger Noten doch etwas Ansprechendes zustande bringen. Okay, ich brauche also Noten. Da sind schon mal Bolzen, die wollen wir. Da ist ein Buch. Auf dem Tisch befindet sich ein ledergebundenes Buch. Buch der Reliquien. Aha. Dieses in harter Leder gebundene Buch aus dem späten 13. Jahrhundert beschäftigt sich mit Fälschung von Reliquien. Einige Orden benötigen ohne Zweifel mehr Einkommen, als sie durch den Zehnt bekommen können. Sie verlegen sich deshalb auf die Fälschung von Reliquien. Gläubige auch außerhalb der Region besuchen diese Diözese, um diese Reliquien zu sehen, und manche dieser zu einer machen diese zu einer einträglichen Einkommensquelle. Nun kann man zwar sagen, dass eine falsche Hoffnung auch eine Hoffnung sei, aber Reliquien wie der Kieferknochen Kuterberts, die Hand des Judas oder die berüchtigte Flöte aus dem Oberschenkelknochen von Konogod, auch wenn sie Fälschung sind, trügen den Gerechten zu Unrecht. Ihre Existenz als wahre Reliquie ist größte Heresie. Ha. Na nö. Was ist das für ein Apparat? Das Weibsystem versorgt die Orgel oben in der Kathedrale mit Luft. Um so einen Mechanismus in guten Zustand zu halten, braucht man eine weise, wissende Hand. Ja, ist okay. Aha! Ein Streitkolben genommen. Nehmen wir doch den erstmal mit. Und die Bolzen, die dort liegen. Trapper. Unterschiedliche Formen von, also Farben. Geh weg. Schade, der andere hat nicht zeitgleich ausgelöst. Das wäre jetzt zu lustig geworden. Tralalilala. So. Na, ich renne doch immer wieder in diese Ecke. Das ist unglaublich. So, hallo ihr beiden. Jojo, mach mal. Hast du recht.
ein Fass Wein darin zur Reife zu bringen. Klopfen wir mal alle Fässer ab. Aha. Ja, bitte drehen. Sehr gut. Tschüssi, Trepper. Nicht gut. Okay, gar nicht gut. Aber wir haben immerhin noch einen Saphir. Upsi. Ich hätte dann nicht mehr diesen Schritt machen sollen. Dann fehlt uns nur noch ein Rubin, würde ich mal behaupten. In den Nischen dieses Mausoleums liegen die sterblichen Überreste der Mönche. Einige sind zu Staub geworden, andere sind auf groteske Weise zu einer ledrigen Hülle für die Knochen vertrocknet. Grauenhaft. Grauenhafte Bas-Reliefe sind in dem massiven Sarkophag aus Granit eingemeißelt. Auf dem Boden befindeten sich Schleifspuren, so als sei der Sarg oft bewegt worden. Ach, dich gibt's ja immer noch. Ich glaube, dann haben wir hier erstmal erledigt, was wir hätten erledigen können. Schauen wir doch mal hier, Tür und so, ne? Da könnte man ja vielleicht mal. Vielleicht finden wir hier den Rubin. Upsi. Ah. Vielleicht besitzt der Kuss auf dem Schlüssel. Naja, gut, dann könnten wir nochmal versuchen, uns mit dem zu treffen. Nachdem wir ein bisschen durchgeatmet haben, ne? Komm, das heißt, gehen wir ganz normal. Dann können wir uns ja wiederholen. So, also. Da es uns sonst an Optionen mangelt, ja, gehen wir jetzt erstmal den Glöckner von Nordrelde in den Glockenturm, meine ich. Würde ich gesagt haben und so, ne? Sehr schön. Ich vertraue diesen Bildern nicht. Andererseits sieht das so aus, als hätte es das Rosa. Ach, das ist nur eine Rosa. Ja, ist gut. Ich hab's begriffen. Immer noch nicht.